Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die hier leben, sehr geehrte Journalistinnen und Journalisten hier in der Hofburg, danke, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, hier dabei zu sein. Nun, diese Regierungskrise ist beendet. Morgen Mittag werde ich den neuen Bundeskanzler und einen neuen Außenminister angeloben und die Arbeit für unser Land kann weitergehen. Ich bedanke mich bei Sebastian Kurz. Mit seinem Schritt hat er Schaden vom Amt ferngehalten und einen wichtigen Beitrag geleistet, dass die Integrität unserer Institutionen geschützt wird. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch ausdrücklich bei Werner Kogler, bei Pamela Rendi-Wagner, Herbert Kickl und Beate Meinl-Reisinger sowie vielen weiteren Entscheidungsträgerinnen und Trägern in Bund und Ländern, die in dieser Situation mit Hochdruck an möglichen Lösungen im Interesse unseres Landes und seiner politischen Stabilität gearbeitet haben. Meine Damen und Herren, ist mit der Regierungsumbildung nun alles erledigt? Ist deswegen alles in bester Ordnung? Nein, ist es nicht. Denn in den letzten Tagen ist einmal mehr das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik erschüttert worden, massiv erschüttert worden. Und es liegt an allen, die politische Verantwortung tragen, ganz besonders aber an den Regierenden, dieses Vertrauen in den nächsten Monaten wiederherzustellen. Worte allein genügen hier nicht. Das geht nur durch ernsthafte und konzentrierte Arbeit, Arbeit und noch einmal Arbeit. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Tagen öfter über den Begriff Handlungsfähigkeit gesprochen. Handlungsfähigkeit hat eine Voraussetzung, wechselseitiges Vertrauen. Und dieses muss jetzt unter der Leitung des bisherigen Außenministers und nun designierten Bundeskanzlers Alexander Schallenberg erarbeitet werden. Ich habe gestern und heute sowohl telefonisch als auch persönlich mit dem designierten Bundeskanzler und Vizekanzler Werner Kogler gesprochen. Kanzler und Vizekanzler wollen zusammenarbeiten und diese Zusammenarbeit muss auch funktionieren. Beide haben mir versichert, dass es eine tragfähige Basis für eine stabile Regierungszusammenarbeit im Interesse unserer Heimat gibt. Und beide tragen nun persönliche Verantwortung, dass dies auch so bleibt. Beide stehen damit dem Land im Wort. Beide stehen damit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes, im Wort. Lassen Sie mich noch kurz etwas zum Sittenbild sagen, das wir gesehen haben. Die Respektlosigkeit, die wir gesehen haben. Diese Respektlosigkeit will ich nicht achselzuckend übergehen. Und daher möchte ich mich als Bundespräsident in aller Form dafür entschuldigen, welches Bild die Politik hier abgegeben hat. Meine Damen und Herren, ich erwarte mir jetzt eine Phase der fokussierten Arbeit, in der wir uns der Lösung der anstehenden Herausforderungen widmen, ohne Zeit und Energie zu verschwenden. Die Pandemie ist nicht vorbei. Die Wirtschaft muss auf die Beine kommen, genauso wie der Arbeitsmarkt. In der Sozialpolitik stehen große Aufgaben an. Die Klimakatastrophe erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit. Und last not least, wir brauchen ein entsprechendes Bundesbudget. Ich erwarte mir auch ganz besonders, dass die Justiz ungestört arbeiten kann, frei von pauschalen Verunglimpfungen, damit sie fokussiert und zügig Klarheit herstellen kann. Kurzum, voller Fokus auf die Arbeit für Österreich. Und ich bin mir sicher, das liegt auch in Ihrem Interesse, im Interesse aller Menschen, die in Österreich leben. Vielen Dank, guten Abend, danke für Ihre wertvolle Zeit.
und Ihnen auch einen schönen guten Abend.